Hallo und herzlich willkommen bei Taktgefühl. Wir wollen euch heute einmal ein Trainingsbuch für Pferdebesitzer in diesem Falle zeigen und einfach so ein bisschen zeigen, was man so aufschreiben kann. Ich habe hier das Trainingsbuch, was ich für Tano seit 2,5 Jahren führe. Und daran werde ich euch jetzt einfach so ein bisschen zeigen, was man so aufschreiben kann, was vielleicht Sinn macht für den Tierarzt aufzuschreiben. Denn grundsätzlich kann ein Trainingsbuch einfach viel Mehrwert bringen, indem man so ein bisschen einen Überblick hat, was man so mit dem Pferd macht, worauf man sich fokussiert. Natürlich kann man auch Ziele und sowas aufschreiben. Und wofür ich es besonders wertvoll finde, ist für alles, was Verletzungen und ja, Beobachtungen in der Gesundheit des Pferdes angeht. Denn ich kann hier gut drin aufschreiben, wenn mir irgendwas auffällt. Und wenn dann tatsächlich was so Großes ist, dass der Tierarzt kommen muss, kann ich sehr gut einfach sagen, ja, dann und dann gab es schon erste Anzeichen dafür. Wir fangen jetzt einfach mal an. Das sind Beispieldaten, die wir hier haben. Also im Prinzip habe ich als allererstes natürlich dann eigentlich vorne drin richtige Nummern, sowohl vom Besitzer als auch oder Stallbesitzer als auch vom Tierarzt und so, damit man die im Zweifel schnell findet. Vor allen Dingen, wenn man das Buch am Stall hat, kann das hilfreich sein, damit andere Leute auch schnell wichtige Nummern finden im Zweifel und euch oder halt den Tierarzt oder so erreichen können. Empfiehlt sich aber sonst eh einen Zettel noch im Stall zu haben. Und dann beginne ich im Prinzip mit den allgemeinen Infos über das Pferd. Also dieses Trainingsbuch ist ja jetzt einfach nur auf ein Pferd ausgelegt, mit Name, Rasse und so weiter. Kann man einfach schauen, was man für Infos über sein Pferd hat und welche man aufschreiben möchte. Und dann kommen wir weiter zu einer Größentabelle. Das kann ganz praktisch sein, wenn man, um sich nochmal bewusst zu machen, in welchen Größen man Dinge kaufen muss. Und dann habe ich die Paddwerte hier. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr spannend, über sein Pferd zu wissen. Denn das sind die Werte Puls, Atmung und Temperatur. Und es gibt so in der Ruhephase Richtwerte, die in den Lehrbüchern vorgegeben werden als normal. Und daran kann man natürlich gut erkennen, ob irgendwas mit dem Pferd nicht stimmt. Dafür muss man aber den Normalwert des Pferdes auch kennen. Deswegen habe ich dann hier zum Beispiel eine Woche lang jeden Tag die Temperatur genommen und habe dann festgestellt, dass ich zum Beispiel, wenn ich abends gemessen habe, eher 37,7 habe und wenn ich morgens gemessen habe, eher 0,4. Und dadurch habe ich einfach so einen Richtwert und je nachdem kann ich dann nochmal den Durchschnitt ziehen, wenn jetzt die Abendwerte zum Beispiel abweichen und den dann hier hinschreiben und sagen, ja, okay, Dano hat abends eher 37,7 Grad. Dann weiß ich, was für ihn normal ist. Wenn er dann morgen schon 37,8 hat, weiß ich, okay, ich kontrolliere besser am Abend nochmal. Genau, und das könnt ihr natürlich dann auch mit der Atmung und mit dem Puls machen. Hier sind es dann Atemzüge pro Minute und Pulsschläge in der Minute. Ich glaube, es gibt Methoden, dass man dann quasi für 15 Sekunden misst und dann hochrechnet mal 4, ja, muss man halt dann nehmen und eine Woche lang quasi konsequent aufschreiben. Ja. Dann habe ich hier die Wurmkur und die Impfungen auf einer Seite. Denn gerade bei der Wurmkur ist es ja auch wichtig, dass die in regelmäßigen Abständen gemacht wird und vor allen Dingen, selbst wenn man selektiv entwurmt, dass das nicht immer das gleiche Mittel ist, sondern man wechselt ja in der Regel die Mittel ab. Damit man weiß, was man zuletzt gegeben hat, kann es hilfreich sein, einfach sich die Mittel mit aufzuschreiben. Und bei der Impfung habe ich dann sogar noch eine Spalte für den nächsten Termin. Denn hier gerade bei der Grundimmunisierung hat man ja häufig nach 4 Wochen, dann nochmal nach 6 Monaten und dann ist man erst im jährlichen Rhythmus oder sogar im, keine Ahnung, dreijährigen Rhythmus. Auf der anderen Seite habe ich die Hufbearbeitung. Das ist vielleicht relevanter, wenn man selbst ein bisschen mitbearbeitet. Ich schreibe hier quasi die Daten auf, wann die Hufpflegerin da war. Und dann schreibe ich das Datum auf, wann ich selbst bearbeitet habe und dann rechne ich so ein bisschen nochmal aus, wie viel Zeit dazwischen war. Einfach damit ich so ein bisschen einschätzen kann, wie schnell die Hufe wachsen, wann ich sie wieder brauche. Dann haben wir den Verletzungslog. Hier schreibe ich tatsächlich jeden Tag rein, wenn mir irgendwas auffällt an ihm. Also das kann sowas sein, wie dass das Bein warm ist und dann, dass ich Tonerde drauf gemacht habe. Aber ich schreibe dann auch auf, wenn mir zum Beispiel beim Reiten auffällt, dass er mal gehustet hat. Auch wenn er jetzt eigentlich kein Hustenproblem hat, schreibe ich das lieber mal auf. Und wenn das Auge tränt oder sowas, einfach damit ich so ein bisschen Überblick habe. Das ist auch ganz praktisch, wenn man dann irgendwann doch den Tierarzt holt, weil man sagt, nee, jetzt wird es mir zu blöd, jetzt geht es nicht mehr einfach so weg. Und der dann fragt, ja, wie lange ist das jetzt schon? Und häufig kann man dann einfach gar nicht so genau sagen, ist das erst seit einer Woche oder schon seit 2. Und hier kann man das dann ziemlich genau drin dokumentieren und kann halt je nachdem auch Muster drin sehen, ob das immer zu bestimmten Zeiten ist oder also immer im Frühjahr oder immer, keine Ahnung, nach einem langen Ausritt oder so. Genau, wenn man das einfach ein bisschen genauer aufschreibt. Ich empfehle hierfür jetzt tatsächlich auch mehrere Seiten zu machen, weil gerade wenn man irgendwas hat mit einem Bein oder so, was eine längere Zeit ist, wird das sehr viel Text schnell. Deswegen habe ich dafür 6 Seiten normalerweise. Jetzt im Beispiel habe ich nur eine Doppelseite gemacht. Genau, und dann kommen wir schon zum Tierarzt und Co.
Hier schreibe ich quasi auf, wenn irgendwer da ist, irgendein Spezialist, sage ich jetzt mal, der gekommen ist, und was gemacht worden ist, wie viel es gekostet hat. Also wenn der Tierarzt da war, um die Zähne zu raspeln, oder der Osteopath. Und tatsächlich auch zum Beispiel der Sattler und so würde ich hier auch einschreiben, damit ich so ein bisschen weiß, wann wer da war. Genau, habe ich auch normalerweise mehr als eine Doppelseite für. Zum Futter schreibe ich im Prinzip immer nur auf, wann ich den Ballen zum Beispiel dann aufgemacht habe beim Heu, beziehungsweise was für ein Zusatzfutter und auch wann ich das geöffnet habe. Tatsächlich aus dem einfachen Grund, dass ich ganz gern weiß, wie lange ich so mit meinem Futter auskomme. Und das Heu ist natürlich abhängig davon, ob ihr das einfach eh im Monat in der Miete drin habt. Dann ist es vielleicht gar nicht so relevant für euch. Dann haben wir noch das When did I last? Das ist so ein bisschen, ja, nicht so Hard Facts übers Pferd, sondern ein bisschen, um sich nochmal dran zu erinnern, dass Lederpflege und Weidepflege und Schrank aufräumen und Putzkasten sauber machen Dinge sind, die man ab und an mal machen kann. Dann haben wir noch eine Wunschliste, die ich unterteilt habe in Want und Need, also in was ich mir wünsche wirklich nur und was man wirklich braucht. Also das Fieberthermometer zum Beispiel ist jetzt eher was ich in braucht man halt für den Stall, muss man anschaffen, aber will ich irgendwo eine Liste für haben. Und Want ist so Dinge, ja, die man sich so ein bisschen wünscht, die man vielleicht sich auch irgendwann, keine Ahnung, zu Weihnachten wünscht oder sich zu irgendwelchen größeren Anlässen kauft, aber nicht unbedingt gerade braucht. Auf der anderen Seite habe ich eine Bucketlist. Tatsächlich einfach kann man hier dann brainstormen, was man so mit dem Pferd machen möchte. Bucketlist-Prinzip halt. So, und dann haben wir noch ein To Learn. Hier brainstorme ich dann häufig einfach, wenn ich so Punkte habe, die ich möchte, dass Tano noch lernt. Ich habe das jetzt hier einfach mal in drei Kategorien geteilt. Man kann das natürlich in noch mehr teilen oder auch kleinschrittiger machen. Bei der Bodenarbeit habe ich jetzt die Zitzensik quasi einfach mit dazugenommen. Also wir haben das Kompliment hier oder das Medical Training finde ich immer ganz sinnvoll. So, und dann haben wir noch das Year in Pixel. Und da ist tatsächlich so, dass ich das in meinem normalen Buch nicht nutze, weil ich finde, dass sich das ein bisschen mit meinen monatlichen Sachen überschneidet. Man kann das Ganze hier mit Farben oder mit Mustern machen und im Prinzip trägt man einfach jeden Tag ein Kästchen ein, was man gemacht hat. Ja, und das ist natürlich dann hier für den Januar und für den Februar und so weiter. Das heißt hier einfach runter und dadurch, gerade wenn man das in Farben macht, ist das vielleicht noch ein bisschen übersichtlicher, kann man natürlich dann auf einen Blick sehr gut sehen, am Ende des Jahres, wie häufig war ich ungefähr ausreiten im Verhältnis zu, dass ich das so gemacht habe oder so. Gerade wenn man das mit Farben macht, kann man natürlich auch gut sagen, okay, bei einer großen Einheit fülle ich das ganze Kästchen aus, bei einer kleinen Einheit oder nicht so intensiven mache ich da nur einen Punkt in der Farbe hin. Das heißt, da kriegt man dann einfach eine zweite Dimension noch rein. Und sonst könnt ihr natürlich auch, also ich meine, ihr müsst nicht tracken, was ihr gemacht habt. Ihr könnt ja auch tracken, wie die Einheit lief oder so. Also einfach über gut, mittelgut, schlecht und so weiter. Also hier könnt ihr natürlich im Prinzip tracken, was ihr wollt. Genau. Und dann habe ich noch eine Notizenseite und komme dann zu dem monatlichen Setup. Hier habe ich einfach alle Monate hintereinander zwei Doppelseiten. Also hier habe ich quasi immer einmal die Monatsübersicht und einmal den Timeblock. Und ich fülle das so aus, dass dieser Kalender einmal Terminkalender für mich ist. Das heißt, ich schreibe alle Termine ein, die schon im Vorhinein bekannt sind, dass ich einen Überblick habe, wann was ist. Und dann schreibe ich aber auch immer am Tag selbst ein, okay, heute war Reiten Platz zum Beispiel. Dann quasi, damit ich weiß, was ich gemacht habe. Und jedes Mal, wenn ich das hier eintrage, trage ich auch hier ein, wie lange ich das gemacht habe. Und hier sind die verschiedenen Stunden und das ist extra vier Kästchen hier für jede Viertelstunde quasi. Und ich kann dann sagen, okay, wir waren eine Dreiviertelstunde auf dem Platz. Und Bodenarbeit haben wir zum Beispiel nur eine halbe Stunde gemacht. Und dann waren wir aber an dem Samstag, an dem 5. ausreiten und keine Ahnung, da waren wir dann 2,5 Stunden. Und dann manchmal, wenn ich jetzt mehrere Sachen mit ihm an einem Tag mache, wenn ich sage, okay, hier waren wir spazieren und hier haben wir longiert, dann würde ich das aufschreiben, indem ich sage, okay, wir waren eine Dreiviertelstunde oder ein bisschen länger spazieren, mache hier einen Strich und mache dann hier weiter und keine Ahnung, wir haben nochmal eine Stunde longiert. Und dann weiß ich, dass das hier zwei Einheiten waren und kann ja nachsehen, was das war. Ich habe einfach ganz gern dann einen Überblick, wie viel Tano so im Durchschnitt tut. Und dann habe ich noch als weitere monatliche Seite meine Ausgaben quasi von allem, was ich so bezahlt habe. Das fängt natürlich dann an mit Miete und Heuballen und eventuell Stroh. Ich trage da aber tatsächlich dann auch ein, wenn der Tierarzt da war, da wenn ich irgendwas Unnötiges gekauft habe, mehr oder weniger Nötiges, und rechne das einmal am Ende zusammen, damit ich einfach einen Überblick darüber habe, was ich bezahle für Tarnung. Und dann habe ich diese Recap-Seite. Hier trage ich dann schon am Anfang des Monats oder im Laufe des Monats
ein, was ich für To-Dos habe zum Beispiel und kann die dann im Zweifel auch abhaken, logischerweise. Und worauf ich mich fokussieren will in der Arbeit mit ihm. Und dann schreibe ich am Ende des Monats oder auch im Monat quasi, wenn ich jetzt ja was habe, was wirklich gut geklappt hat, dann schreibe ich das halt hier mit auf. Wie zum Beispiel, dass gestern unser Hängertraining richtig gut geklappt hat. Oder woran wir noch arbeiten müssen, wenn irgendwas nicht gut geklappt hat. Und ich habe es tatsächlich am Anfang gedacht, dass ich das sehr wenig nutzen würde, aber ich finde es immer richtig gut, wenn ich irgendwas habe, was ich da reinschreiben kann, dass man so ein bisschen das direkt einkategorisiert. Genau. Und dann habe ich im Prinzip schon den nächsten Monat, was jetzt nach dem gleichen Prinzip abläuft. Wieder die Monatsübersicht und der Timelog. Auch hier zum Beispiel schon Termine drin. Und dann wieder die Ausgaben und das Recap. Ich mache das bewusst alle Monate direkt hintereinander. Denn man könnte natürlich jetzt auch sagen, man schreibt nach dem einen Monat, ist man den fertig und macht dann die ganzen Tagebucheinträge quasi. Und macht dann erst den nächsten Monat. Da habe ich mein Problem mit, dass ich ja quasi nie weiß, wie viel ich schreiben möchte. Denn ich meine, ich habe Einheiten, wo ich einen kleinen Absatz schreibe und Einheiten, wo ich eine ganze Seite schreibe. Und ich habe gerne all meine Monate zusammen, weil ich eben keine Jahresübersicht auf irgendeiner Seite gemacht habe, um die Zahlen nochmal zu schreiben, sondern ja hier direkt auch meine Termine eintragen möchte und für ihn. Und deswegen habe ich dann alle Monate direkt einmal zum Blättern hintereinander. Und erst danach habe ich dann quasi mit einem Washi-Tape abgetrennt, diese Einträge pro Einheit. Das heißt, ich schreibe an jedem Tag tatsächlich ein, einfach nur das Datum und ganz kurz, was quasi in der Monatsübersicht steht. Und dann schreibe ich ein bisschen mehr auf dazu. Und das variiert aber sehr. Ich meine, das ist, okay, hier ist jetzt Pause. Pausen schreibe ich auch nicht immer auf. Aber für die Equikinetik zum Beispiel schreibe ich dann auch auf, wie viele Einheiten A welcher Länge wir gemacht haben. Ja, und mal ist das Reiten auch nur so ein kurzer Abschnitt. Wenn wir hier zum Beispiel auf dem Kurs waren, schreibe ich auch gerne die Übungen mit auf, die wir gemacht haben und mal die so ein bisschen auf. Das ist immer ganz schön, um das dann auf einen Blick nochmal zu sehen. Aber ich habe das halt gerne dann am Ende und ich versuche das wirklich für jeden Tag zu machen. Ich kann euch allerdings empfehlen, wenn ihr das an einem Tag nicht macht und das sich zu lange aufstaut, dann lasst die Seiten halt lieber weg und fangt mit dem nächsten Tag, also mit dem aktuellen Tag dann an. Weil sonst ist man so, na fuck, ich habe jetzt auch keine Zeit, alle 5 Sachen nachzutragen. Dann schreibe ich das für heute halt auch wann anders und dann schreibt man es gar nicht mehr. So, das war jetzt das Trainingsbuch. Behaltet bitte im Kopf, dass das wirklich einfach nur mein Beispiel ist und das, was ich für Tano alles aufschreibe. Und natürlich jetzt auch sehr zentriert auf die Perspektive eines Pferdebesitzers ist. Das heißt, wenn ihr Reitbeteiligung seid oder in der Reitschule reitet, kann es natürlich auch Sinn machen, ein Buch zu führen, aber es sind vielleicht dann andere Dinge wichtig, die man aufschreiben möchte. Gerade zur Reitbeteiligung wird bei uns auch in naher Zukunft noch ein Video kommen, denn ja, das ist natürlich auch immer ein Thema auf unserem Kanal gewesen und auch da wollen wir ein bisschen zeigen, was man so aufschreiben kann und tracken kann. Genau, dann kann man das Ganze natürlich auch digital führen, auch da wird vielleicht was zukommen. Ja, aber das war es erstmal mit diesem Video. Schreibt uns gerne in die Kommentare, ob ihr auch ein Trainingsbuch führt und was ihr alles so darin aufschreibt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!